Wir sind heute auf dem Online-Karrieretag 2014 in Köln. Aktuell sitzen wir hier am Stand von der DDA. Neben mir sitzt Achim London, du bist Geschäftsführer. Kannst du mal kurz erläutern, was genau ihr macht? Gerne. Also wir bieten berufsbegleitende Weiterbildung an und das im Schwerpunkt im Bereich Online-Marketing. Zusätzlich haben wir noch Spezialisierung in den Themenfeldern Social Media und im Bereich Dialogmarketing, da wo wir eigentlich herkommen, wo wir vor 20 Jahren mit angefangen haben. Und wir bieten eben diese Weiterbildung im Online-Marketing für Unternehmen, für Mitarbeiter von Unternehmen an, die sich hier qualifizieren wollen. Okay, das heißt, wer genau sollte sich bei euch bewerben? Also wir haben eine sehr heterogene Zielgruppe. Es sind zum einen junge Menschen, sehr junge Menschen, die zu uns kommen, die gerade mal so die ersten Sporen im Job sich verdient haben, die Studium abgeschlossen haben, aber feststellen, dass sie nur mit dem theoretischen Rüstzeug von der Uni nicht wirklich im Berufsleben weiterkommen, sondern dass sie auch in den Themen fit sein müssen, die heutzutage in fast allen Unternehmen gefragt sind, eben gerade im Online-Marketing, wo die Unternehmen ja deutlich mehr Gas geben wollen. Und zudem haben wir auch viele, die schon ein bisschen älter sind, also schon auch Mitte 30, auch der ein oder andere, der Richtung 50 unterwegs ist, der also schon sehr gesettelt ist im Job, aber eben festgestellt hat, dass so dieser Zug des Online-Marketing, Social Media und was alles dazugeht, so ein bisschen an ihm vorbeigezogen ist und er Angst hat, den Anschluss zu verlieren und deswegen bei uns sich ebenfalls qualifiziert. Welche Kriterien muss so ein Bewerber genau mitbringen und könntest du mal schildern, wie so ein typischer Bewerbungsprozess bei euch aussieht? Also es gibt keinen echten Bewerbungsprozess. Wir haben Einstiegsvoraussetzungen, Zulassungsvoraussetzungen. Also für junge Menschen gilt, dass sie entweder eine abgeschlossene Berufsausbildung und mindestens 3 Jahre Berufserfahrung mitbringen sollten. Oder eben wer Abitur oder ein Studium hat, kann natürlich jederzeit bei uns anfangen, diese Qualifizierung zu machen. Wir müssen diese Kriterien zugrunde legen, weil wir europäisch zertifiziert sind und ein europäisch anerkanntes Diplom vergeben dürfen. Von daher gelten diese Zulassungsvoraussetzungen. Die Dialogakademie ist tatsächlich die einzige Akademie hier auf dem Online-Karrieretag, also eine wirkliche Besonderheit. Ihr macht auch einen Workshop später. Kannst du mal vorstellen, was wir da so erwarten können? Ja, also hier beim Online-Karrieretag sind ja sehr junge Leute, die vielleicht das erste Mal so richtig hautnah mit dem Thema Online-Marketing und den verschiedenen Spielarten in Berührung kommen. Und deswegen haben wir einen unserer renommiertesten Dozenten und Studienleiter, Professor Hans-Jörg Zimmermann, gebeten, hier mal einen Praxisworkshop durchzuführen. Er macht das ganz spannend, indem er die Teilnehmer unter Anleitung eine Social Media Strategie entweder wahlweise für BMW oder für Feltins entwickeln lässt. Und ich glaube, dass viele dann auch merken, was für ein spannendes Themenfeld sich hinter dem komplexen Bereich Online-Marketing verbindet. Und ich bin schon ganz gespannt, weil die Ergebnisse nachher auf der Bühne auch präsentiert werden. Da können die jungen Arbeitsgruppen sich dann beweisen, welche super tollen Ideen sie haben, BMW oder Feltins zu vermarkten. Klingt sehr spannend. Kommen denn die meisten eurer Dozenten direkt aus der Praxis? Definitiv. Also es gibt einige Hochschulprofessoren, die bei uns Grundlagenthemen wie Markenführung und internationales Marketing und sowas mit dazugehört lehren. Aber von den rund 100 Dozenten, die wir haben, kommen rund 90% direkt aus der Praxis. Also wenn bei uns im Vorlesungsplan das Thema Suchmaschinenmarketing steht, dann kommt auch ein Experte, der im richtigen Leben vielleicht selber eine Agentur leitet für Suchmaschinenmarketing, der also mit diesen Themen tagtäglich seine Brötchen verdient und damit natürlich am besten auch das Know-how direkt aus der Praxis weitergeben kann. Zum Abschluss vielleicht nochmal 2, 3 Worte zum Online-Karrieretag. Wie gefällt er dir? Also ich finde es eine ganz tolle Initiative, weil zur richtigen Zeit die Unternehmen suchen händeringend Nachwuchs
Und wir mit der DDA können nicht alles alleine machen. Also von daher ist das eine sehr gute Initiative. Ich würde mir wünschen, dass diese ganzen Firmen, die großen Firmen, die immer Hände ringen, sagen, es muss was gemacht werden, es muss was getan werden. Und wir suchen unbedingt Leute, dass die sich hier auch präsentieren. Also ein paar Aussteller, ein paar Firmen, die Mitarbeiter suchen mehr. Täte dem Online-Karrieretag gut und täte auch der Branche gut, indem eben neuer Nachwuchs gefunden wird. Wollen wir hoffen, dass das so passiert, und dann vielen Dank erstmal für das Interview und ja, viel Spaß noch. Sehr gerne. Danke.